Okay, also ich habe dem einen jetzt geholfen. Dann gucken wir mal, was hier auf der anderen Seite noch ist. Das Spiel soll ja angeblich nur 1,5 Stunden gehen, wenn man sich beeilt, wenn man weiß, was zu tun ist. Aber ich lasse mir da ja ein bisschen Zeit. Also ich gucke mich hier ja ein bisschen um, auch wenn ich jetzt hier quasi im Turbo-Modus durch die Gegend fahre. Da ist diese endlose Line quasi bis zum Dings hier. Da ist diese Pipeline sozusagen, die versucht, den Planeten neu zu starten. Also sprich, den Kern des Planeten zu rebooten. Machen wir da mal hin. Die wirft sogar einen riesigen Schatten. Krass. Nice. Schauen wir mal, was der hier zu sagen hat. Dog, glad you showed up. We could use some help. Is that sensor yours working? A storm blew away a crate containing some plutonium rods. Could you try to track it down and put it in the skylift? Okay. Mal sehen, wo sollte das denn liegen? Vor allen Dingen ist es hier viel zu hell, damit mein Spermadetektor irgendwas sehen kann. Wow. Autsch. Oder ist das hier unten irgendwo? Kann ich hier runterfahren? Nö. Schade. Okay, ich soll ihm also irgend so eine komische Kiste suchen. Die hier... Okay, da haben wir also schon ein paar Spermaspuren. Gucken wir mal. Da geht's längs. Da oben. Tippe mal drauf, dass es da in diese dunkle... Moment. Hä? Den hier kann ich sehen. Wo ist denn der nächste? Der zeigt irgendwie in die Richtung. Hier oben ist keiner. Hier ist auch keiner. Eventuell können wir die Kiste hier irgendwo sehen. Da hinten ist, glaube ich, was. Da hinten liegt was. Hier sind wieder Spuren. Die führen wahrscheinlich da hinten hin. Wenn wir doch bloß einen etwas größeren Radius hätten für diesen Scanner. Da ist eine Kiste. Wobei, gibt es hier noch weitere Spuren? Nö. Loadbox in Skylift. Nö, das war's. Ja gut, das ist ein ganz gutes Tutorial, um uns quasi ranzuführen, wie wir dieses Ding nutzen. Was war das denn gerade eben? Warum wandert plötzlich mein Circle? Ja gut, hinterfragen wir das besser nicht. Immerhin sind wir ein super kletternder Roboter. Können wir da eigentlich reinfallen? Das möchte ich jetzt lieber nicht ausprobieren. Okay, wo sollen wir das reintun? Ach, da hinten. In den Skylift. Was? Wir sollen die Konsole aktivieren. Kann man da eigentlich reinfallen da unten? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Wobei, Skylift. Okay. Dachte, das Ding ist dazu da, um den Planeten neu zu starten. Okay. Okay. Was? Was für ein Entrance? Ich hab jetzt nicht... Erzähl noch mal, Junge. Ja? Okay, ich soll mich einfach auf... Alter, wo sind hier die... Ist das die Sonne? Ich soll mich in den Minen melden. Klar, jetzt haben sie mich. Jetzt muss ich hier Sklaven-Minenarbeit verrichten. Ich soll einfach in Richtung Sonne fahren. Ups. Komm ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Haha, ich bin ein super Roboter. So, gut, dann folgen wir mal diesen komischen Absteckdingern. Weil theoretisch, wenn das hier quasi der komplette Mars ist, dann wäre das ja ein bisschen doof, hier einfach so rumzufahren.
Man könnte sich ja verirren. Ah, ich glaube, hier ist die Mine. Geil. Kann man echt weit sehen hier. Das müsste die Mine sein. Schauen wir mal. So, was hat... Be careful down there. Down there? Okay, das heißt runter in die Mine. Eigentlich sollten wir doch komische Drohnen suchen. Gibt es da eigentlich irgend sowas wie... Wie Mission? So, fahren wir mal runter. Kapitel 3. Die Mine. Moment. Waren wir nicht eben noch in Kapitel 1? Was machen wir denn jetzt in Kapitel 3 auf einmal? Die Mine. Hä? Wo ist Kapitel 2 geblieben? Habe ich irgendwas übersprungen? Sollte ich wieder nach oben fahren? Dom, you made it. I'm Android 42. Before we go down in the caves, I could really use your help with something. It shouldn't take too long. Just follow me. Okay, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Boo. 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 Oh, did you two break everything again? Android 1's gonna be pissed. Real funny, 42. I see you found someone to go in the caves with you. I hope you know what you're getting into, dog. Warum hat der Augen? Down there, 42. Things aren't getting any better. We'll be fine. These dog units were built for this. In and out. That's the plan. Okay, das ist eine Frau. Warum haben Frauen einerseits Augen im Gesicht und andererseits gut... Okay, sie hat sowas wie Brüste. Aber sie hat endlich keine Bälle im Schritt sozusagen. Aber warum hat sie Augen und die Männer haben keine Augen? Keine Ahnung. Puh. Ehrlich, die Gravitation auf dem Mars scheint ein bisschen niedriger zu sein als hier bei uns auf der Erde. Puh. Ah, jetzt bin ich unten. Das war doch das, was wir eben gesehen haben von oben, den Skylift. I feel like all we do is inventory. Well, you can volunteer to work in the mine if you want. I think we have it pretty good. Wow, wie weit wirkt das denn? Viel Spaß bei eurer Inventur. Hihihi, ich bringe einen ganzen Scheiß durcheinander. Buh. Okay, machen wir weiter. There's a highly unstable fusion reactor near the bottom that'll melt whatever it touches. It uses the force of the descent to push it deeper into the planet's core. Okay. Control how fast it burns by siphoning some of that energy back up through the tether into four distributors. It usually isn't a problem, but the last quake caused so much damage, we had to take them offline. Bleibst du auch irgendwann stehen? Ich wollte nämlich mal gucken, was der da hat. Nö. Okay. Kann ich aber nichts machen. Wo ist der hin? Was quatscht der? Warum ist hier eine Konsole? Hä? Der läuft ja immer noch weiter. Okay, ich habe die Konsole da hinten aktiviert. Was sagt er? Okay. Ich hab doch hier aktiviert. Ich soll doch nur den Kabeln folgen, hat er gesagt. Also die erste Konsole hier habe ich aktiviert. Wusste ich nicht mal, dass wir die aktivieren können. Uah, fuck. Die kann man ja wirklich runterfallen. Gut, gucken wir mal. Hier ist ein fettes Kabel. Gibt es hier noch weitere Konsolen oder war das jetzt die einzige? Oh, hier ist ein Cave. Machen wir doch mal rein. Oh, ist sehr laut. Ich verstehe kein Wort. Es ist sehr laut hier. Puh. Ja. Wow. Die Framerate ist gerade ein wenig im Keller gewesen. Da ist noch eine Konsole. Okay. Ah, hier geht's runter.
einfach mal durch das Wasser durch, ein bisschen schiffen. Okay. Ja, das Spiel wird mittlerweile ziemlich laut. Okay. Ja, da ist die letzte Konsole. Wie komme ich denn darüber? Ich meine, ich falle hier runter, oder? Ja, gut. Bin ich jetzt tot? Okay, ich werde wieder resettet. Das heißt, wie kommen wir denn da an die letzte... Müssen wir hier etwa über die Kabel rüber, oder was? Weil er hat gesagt, ich soll den Kabeln folgen. Können wir das überhaupt? Ja, können wir. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Wir können ja... Können wir springen? Ach, wir können springen. Hallöchen. Gut, wir können so eine Art springen. Das ist schon eine geile Mechanik, muss ich sagen. Haut ab. Ah. Wir können Steine nehmen und werfen. Klonk. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. So. Jetzt haben wir auch die Konsole aktiviert. Gibt es sonst noch Konsolen? Ich glaube, hier oben war jetzt keine mehr, oder? Nö. Ah, okay. Aber irgendwo war doch hinter der Brücke noch eine. Wow. Da ist noch eine. Hup. Wow. Das müsste die letzte gewesen sein. Talk to Android 42. Ja, ja, 42. Kommen wir hier eigentlich auch so rüber? Wenn wir quasi mit Schwung Anlauf nehmen? Yep. Wir können einmal rüberspringen. Juhu. Yay. Es ist sehr laut hier. Ah, ich habe nur Double Jump. Also sprich 1, 2. Und dann können wir erst wieder springen, wenn wir gelandet sind. Gut, zu wissen. Das heißt, falls wir mal irgendwo in den Abgrund fallen, werden wir respawnen. So, dann quatschen wir mal mit dem Androiden. Wupp. What the fuck? Kapitel 4. Die Höhlen. Okay. Irgendwie haben wir jetzt was kaputt gemacht und wir haben Kapitel 2 ausgelassen. Kann das sein? Oder ist Kapitel 2 die Oberfläche? Moment, das brennt. Das muss weg. Hui! Wir haben gerade den Skylift zerstört. Okay. Hüpp. Gut. Weg mit dir. Okay, hier ist also irgendwie alles kaputt. Mir geht's soweit gut. Das heißt, ich habe natürlich diesen tiefen Fall überlebt. Autsch. Oh, shit. Konsole? Nee, die Konsole ist tot. Oh, scheiße. Da liegt ein Arm. Da liegt noch ein Arm. Oh, da ist er. Okay.
Autsch, da ist noch einer zerquetscht worden. Funkelte Steine. Folgt er mir jetzt? Ja, der folgt mir. Das heißt, wir müssen hier einen Weg rausfinden. Weg damit.